Und jetzt begrüßen wir nahtlos vier Herren, die sich Ihnen ganz gerne einmal vorstellen wollen. Wer sind Sie denn? Schönen guten Abend, mein Name ist Jörg Treptow, ich komme aus Berlin und bin Karosseriebauer. Guten Abend, Jörg. Hallo, ich bin Michael Uhlig, ich bin Kaufmann und komme auch aus Berlin. Hm? Mein Name ist Uwe Schneider, ich komme auch aus der Hauptstadt und ich bin Journalist. Oh, jetzt wird's ja exotisch. Mein Name ist Robby Bauer und ich bin Musiker. Und wir sind? The Teens. Aha, siehst du wohl, da haben Sie mir eigentlich was vorweggenommen, denn ich wollte noch so ein kleines Spielchen machen. Also wer seid ihr eventuell, ne? Die vier Musketiere oder sowas, alles nicht wahr, sondern die Kultband für Teenies aus den 70er Jahren. Und die Berufe, die Sie eben gerade gehört haben, das sind eigentlich, wenn man so will, die richtigen Berufe, die zweite Karriere. Wie ist es gekommen, dass ihr auseinandergegangen seid, Uwe? Das hat ja irgendwas damit zu tun, weil wir kannten uns ja wirklich von der Schulzeit her. Also wir von Kindesbeinen an haben wir zusammen Musik gemacht. Und irgendwann war für uns der Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, wir sollten eigentlich mal was anderes machen. Sind halt dann in ganz normale Berufe gegangen und haben uns jetzt mehr oder weniger auch wieder durch Zufall getroffen, um eine Platte aufzunehmen. Ja, wie war das denn damals? Wenn man so will, wart ihr die legitimen Vorgänger der Backstreet Boys. Gab es auch sowas wie den Fankult von heute schon? Also es gab da klar reihenweise Mädchen, die in Ohnmacht gefallen sind und dergleichen. Nur, sagen wir so, was uns schon unterschieden hat von Backstreet Boys oder Take That oder anderen Bands, ist halt, dass wir uns wirklich in der Schule zusammengefunden haben. Weil Michael sprach mich an, wollen wir eine Band gründen und wir waren so doof zum Fußballspielen. Dann haben wir gesagt, okay, machen wir ein bisschen Musik, das kriegen wir gerade noch auf die Reihe. Und so kam dann ein Stein ins Rollen, den wir uns so natürlich in der Form sicherlich ausgesucht hätten, aber überhaupt nicht mitgerechnet haben. Und die Bands von heute, die sogenannten Teenie-Bands, das sind ja alle sozusagen schon zusammengestellt vom Management her. Und da haben wir so eine Klitzekleinigkeit voraus. Hat ja auch gut geklappt. Ihren Durchbruch hatten die Teens bei einem Fernsehauftritt 1978. Heute sind das ganz legendäre Bilder. Klangen Sie in der Frühpubertät. Heute hört sich das alles ein bisschen anders an. Weltpremiere in Aus den Augen verloren. Nach 13 Jahren zum ersten Mal wieder zusammen im Fernsehen. Die Teens mit Gimme, Gimme, Gimme. Die Stimmen sind tiefer geworden.